So, was geht ab, meine Pokémon-Trainer? Und weiter geht's. Wir sind im Mondberg. Wir haben hier... Oh! Oh! GG, direkt ein Pipi. Wie nett. Bitte. Dann Pipi wollen wir auf jeden Fall fangen direkt. Was? Stopp, 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 stopp. Hey, mach mal langsam. Bitte? Komm her. Oh mein Gott, mach mir das Leben nicht schwer. Pipi, Bitte. Könntest du bitte wieder nach links kommen? Dankeschön. Jetzt, danke. Und... Au! Also mit dem Fang müssen wir auf jeden Fall was aussuchen, überlegen. Weil... Mein Fernseher ist daneben! Mein Fernseher ist links, deswegen treffe ich die ganzen Pokémon kaum. Aber außerhalb davon wäre es eigentlich ganz cool, wenn Nintendo das uns, also uns eine Wahl geben würde, dass wir das auch ohne Motion Controller machen könnten. Aber ja. Aber langsam jetzt. Okay, das war ein guter Wurf, das war ein guter Wurf. Aber ja, ich würde es echt geil finden, wenn wir das auch selbst auswählen können. Wenn man das kann, Freunde, dass man Motion Controller abstellen kann beim Fangen, dass einfach Classic Like einfach einen Pokémon werfen kann. Was aber nicht denke eigentlich. Falls doch, lass mich wissen, Freunde. Aber da haben wir am Anfang schon sehr viel bis Zeit verloren für Pipi. Egal, jetzt haben wir Pipi gefangen an der Stelle. Finde ich cool, finde ich cool. Vielleicht, ich glaube, die sollen eigentlich selten sein im Mondberg. Naja, ja, oh, Kleinstein. Haben wir Kleinstein schon gefangen? Ich weiß gar nicht. Haben wir Kleinstein schon gefangen gehabt? Paras und Kleinstein. Ich glaube, die sind wir letztes Mal begegnet, oder? Ganz kurz den Pokédex abchecken. Ziel für heute ist, Freunde, auf jeden Fall aus dem Mondberg rauszukommen. Ich denke, das sollten wir heute, das sollten wir auf jeden Fall schaffen im heutigen Part. Kleinstein. Ja, Kleinstein haben wir eingefangen. Okay, das passt, das passt. Kleinstein muss jetzt nicht unbedingt trainieren. Danach, oh, wir sind noch gar keinem Zubat begegnet, ne? Ja, das wird sich schnell ändern wahrscheinlich. Aber, ja, Kleinstein muss sich unbedingt holen jetzt, weil wir kämpfen. Oh, das ist James oben links. Weil wir gehen ja nach Azuga City. Und eigentlich sollte Misty die Pokémon, die Arena-Leiterin dort sein, also... Kämpfe gegen Typ Wasser. Also Mirapla habe ich auf jeden Fall hier trainiert an der Stelle. Iris, ja, jetzt hat Iris, was geht ab? Ist Iris, Knofensa. Ah, Knofensa, 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 Knofensa. Taubsi, okay, ja, Typenvorteil. Es rippt mit dir. Ah, ich hätte... Ja, wir wollten zwar Taubsi entwickeln, aber vielleicht wäre es auch gut, wenn wir Mirapla entwickeln. Für Azuga City. Aber, Freunde, ich habe mir überlegt, dass ich wahrscheinlich offscreen mal... Pokémon einfach an einen, also ich werde nicht weiterspielen offscreen, das nicht, ich werde es auf jeden Fall immer als Let's Play machen, aber dass ich offscreen in der Umgebung, wo ich bin, quasi meine Pokémon einfach trainiere, falls man merkt, okay, jetzt ist es nicht schlecht, wenn ich meine Pokémon trainiere. Jesse, was machst du da? Jesse? Die sucht James 100 Pro. Hm, du bist schneller, als du aussiehst. Ja, ja, komm, tu nicht so, als hättest du einen totalen Durchblick. Du hast bestimmt James gesucht. Ey, ich sag's euch, Freunde, wenn wir in einen Onix irgendwo finden... Oh, ah, Pokémon Freak. Pokémon Maniac hießen die, glaube ich, ne? Lass mal gucken. Hey! Wow, schleich nicht so an. Okay, ich habe mich schon angeschlichen. Da gebe ich dir recht, ich habe mich schon angeschlichen. Aber... Tüffler haben sie umgenannt. In Tüffler Mirko, okay. Entweder hießen die früher Pokémon Freak oder Pokémon Maniac, irgendwie sowas. Slimer! Wie nett! Wie geil Slimer aussieht, schaut mal, Freunde. Slimer. Let's go! Ich bin so gespannt, was später noch abgehen wird. Überleg mal, wenn wir ein geiles Team haben, so alle entwickelt etc. Ich habe noch keine Ahnung, welches Team es bauen will. Aber ich werde mich da nicht festlegen oder so. Ich will einfach nur Spaß haben, die Pokémon fangen, die auf die ich auf jeden Fall Bock habe, die ins Team klatschen, auf die ich Bock habe. Das ist einfach nur, wir wollen einfach nur Spaß haben in diesem Teil. In Pokémon Let's Go Pikachu. So, also das hat mir das Spiel bis jetzt so ausgedrückt. Einfach Spaß haben. Naja. Oh, und jetzt ist was. Oh je, Taubsi ist vergiftet. Mein schönes kleines Taubsi. Aber wir kämpfen weiter. Taubsi, du musst halt durch. Da musst du durch, mein Freund Taubsi. Nachher können wir dich hier. Aber jetzt musst du erstmal Leistung bringen. Jetzt musst du erstmal Leistung bringen. Ja, Taubsi, mach nicht schlapp. Ich sag's dir. Ich sag's dir. Ich habe keine schwere Vergiftung. Das solltet ihr auch auf jeden Fall aushalten an der Stelle. Ein Windschuss noch Taubsi und dann sind wir hier raus. Let's go. Au. By the way, ich habe ja vor letzten Parts darüber geredet, dass gerade Pokémon-Typen Boost bekommen, wenn die Attacke denselben Typus hat wie das Pokémon. Ich habe den Namen nicht gewusst. Name hieß, die Abkürzung dafür heißt Step. Same
Same Technik, irgendwie Same Attack Type, irgendwie sowas auf Englisch. Anyway, Stab und 50% Boost ist das, nicht 30. 50%, ah, warte mal jetzt. Unser Arm ist Taubsi, wollen wir auf jeden Fall hier an der Stelle. Und Taubsi wollen wir ja auf jeden Fall auch. Ich habe kein Gegengift, what? BD. Weißt du was, dann Taubsi kannst du mal eine Pause gönnen. Wir tun mal hier Miraplan nach vorne. Wobei ich glaube ich nicht, dass die beste. Ah, Zubat, guck mal, du findest einen Äther. Geil. Ja, okay, ich wollte gerade sagen. Ein Zubat fangen wir auf jeden Fall, Freunde, weil wir haben noch keinen Zubat gefangen. Ich wollte gerade sagen, vielleicht tue ich Pikachu nach vorne, weil wir dann Zubat gut schwächen können. Aber halt, wir können ja nicht gegen wilde Pokémon kämpfen. GG. So, Zubat. Mal langsam. Das war eigentlich ein guter Wurf. Schätze ich, hoffentlich, denke ich. Eigentlich kann ich auch. Oh! Allah. Ich habe gerade, wo ich gerade die Pokémon fange, habe ich mir gerade überlegt. Eigentlich sollte die Motion Control mit der Switch arbeiten, weil wir haben keine Sensorleiste mehr. Heißt, eigentlich könnte ich meine Switch auch vor meinen Monitor setzen hier. Oh, mach lang. Oh! Oh! Ich glaube ja. Ich glaube, das versuche ich mal im nächsten Teil, dass ich dann meine Switch vor meinen Monitor lege. Nice. Weil wir haben keine Sensorleiste, wie auf der Wii U oder auf der Wii. Eigentlich sollte das mit der Switch funktionieren. Das testen wir mal am nächsten. Ihr merkt schon, ne? Wir werden immer partweise immer schlauer und schlauer. Ist halt legit ein neues Abenteuer hier an der Stelle. Und ich müsste vielleicht mal angewöhnen, nicht allzu viel zu schreien, weil ich habe mein Mic ein bisschen weggesetzt, habt ihr wahrscheinlich gemerkt. Normalerweise war es immer neben mir. Und jetzt habe ich so das Gefühl, dass ich mein Mikrofon anschreien müsste, obwohl das eigentlich von der Distanz her gleich ist. Aber anyway. So, Zubat, let's go. Ein Zubat brauchen wir auf jeden Fall immer, Freunde. Alright, aber einer reicht doch. Einer reicht doch an der Stelle. Ich bin so gespannt, ob wir einen Onix finden. Ich bin so gespannt. Ohne Spaß. Oh, mach mal langsam. Was mich auch frage ist, ob, wenn man Shiny-Pokémon findet, lass mal kurz hier runter, weil eigentlich soll es obenrum weitergehen, dass wenn man Shiny-Pokémon findet, ob diese dann direkt draußen in der Wildnis auch ihre Shiny-Farbe haben. Ich hoffe ja. Please, anders wäre das Müll. Wer ist dann, damit ich sage, wahrscheinlich die Pokémon zu finden, ist sehr, sehr selten. Ja, das ist gleich einem Elle-Pull. Oh, ah, das ist. Oh, ich dachte gerade, ich rede gerade von Shiny die ganze Zeit. Dachte ich, warum leuchtet das so auf? Aber das ist ja nur winziges. Ein Parasa. WP 35? Das ist kein. Warte mal. Das sollten sie. Hey, ich habe jetzt Angst, dass. Ich warte mal. Ich hab, gerade weil ich die ganze Zeit über Shiny rede, habe ich Angst, das ist bestimmt kein Shiny Paras. Das muss man dann irgendwie, das wird eigentlich signalisiert am Anfang so. Da kommen Sterne oder so, bin ich mir ganz sicher. Aber, gerade wo ich einfach davon geredet habe, bin ich auf Nummer sicher gegangen und habe dieses Paras gefangen. Aber obwohl, wir haben das eigentlich gelernt, dass es blau für winzig steht und rot für groß, riesig. Aber ich frage mich halt immer noch, was macht das für einen Unterschied? Sind sie auch wirklich dann kleine und größer im Kampf oder bekommen die mehr irgendwas und tralala? Guck mal. Aber bis jetzt läuft es doch ganz gut eigentlich. Größe S, guck mal, wie klein das Arm ist. Ich muss noch darauf achten, was die normalen Pokémon haben. Also XL hatte mal unser. Wir sind Team Rocket, die Pokémon-Räuber. Wir sind stark und die jagen jedem Angst ein. Ja, ja. Oh, das haben die schön gemacht. Das ist geil. Rübel von Team Rocket. Das ist echt geil gemacht. Ratfratz. Let's go. Mirapla. Keiner weiß, unser Mirapla eskaliert. Aua. Mirapla ist auch irgendwie so. Mau. Maupla. Ratfratz natürlich schneller hier an der Stelle. Ich sag immer Ratfratz, aber Ratfratz heißt eigentlich. Was ist das denn? Oder unser Pokémon. Bin gespannt, ob wir nach uns ein Fossil aussuchen dürfen, weil eigentlich sollte das mehr oder weniger wie die. Ich will nicht sagen. Schwierig. Bis jetzt war es ähnlich wie die erste Generation, sage ich mal. Also rote Edition, blaue Edition. Von der Handlung her. Natürlich nicht 1:1, aber ähnlich. Bin gespannt, ob wir eigentlich, weil. Eigentlich können wir uns nachher ein Fossil aussuchen. Naja, schauen wir mal. Oh, jetzt Slalom oder was? Guck mal. Oh mein Gott. Diese. Oh mein. Oh, Ultra Instinct Osaru ist fehlgeschlagen. Ey, die wollen es ja wissen, Leute, die Zubat. Die wollen es ja wirklich wissen. Wie viele da waren. Ich will einfach nur das Pokéball hier da oben. Dankeschön.
Sonderbonbon, okay, nice. Ich hab kaum Sonderbonbons benutzt, außer damals mit dem Cheats mit Missing No. Ai, Junge, ich hab eine Nase dafür, ich hab eine Spürnase dafür. Und ja, machen wir langsam jetzt bitte. Ultra Instinct Osero. Oh, wow, wow, wee, ja. Geh weg. So. Gehen wir wieder hoch. Und dann machen wir mal. Ich glaube, unser Boy rennt selbstständig. Also. Wenn ich leicht drücke, ist gehen. Und wenn ich voll. Oh! Einfach aus dem Nichts! Was? Was? Warte mal. Wie groß! Jetzt überleg mal, es gibt noch XL Onix, riesige Onix. Ich weiß, ob es gibt, aber ich denke schon. Was? War nicht so ein guter Wurf. War nicht so ein guter Wurf. Mach mal langsam, ich sag's dir. Oh, der kam eigentlich gut. Der kam eigentlich gut, um ehrlich zu sein. Nice. Aber lecko, wie groß Onix war. Oder ist. Was? Was bitte? Wie groß Onix war. Aus dem Nichts kam es auf einmal. Ich hab mich voll erschreckt. Warte mal, Stachelspur, Paralyse, Gift, Säure. Wir machen mal Giftpuder weg, weil viele Angriffe von Gifttypus sollten eigentlich auch eine Chance haben, den Gegner zu vergiften. Ich hab mit. Ey, Onix aus dem Nichts, krass. Grüße. 9,17 Meter. Keiner weiß, ohne Spaß. Krasse Shit, was für ein Level war Onix? Was für ein Level hatte Onix? Level 9? Und ich will erstmal Smetbo haben und dann kann ich dann tue ich ein anderes Pokémon rein. Oh mein Gott, was war das gerade mit Onix? Aus dem Nichts so gespawnt. Die Höhle ist unerwartet groß, ja, keine Ahnung. Miriam! Miriam, let's go. Miriam setzt Pipi ein. Passt jetzt auf, Freunde. Pipi, damals nur vom Typ normal, jetzt eigentlich auch Fee. Entweder Normalfee oder Komplettfee, ich weiß es nicht mehr. Aber, lange Rede kurz Sinn, Gift ist sehr effektiv gegen Feen. Au. Ihr seht es. Das ist sehr effektiv. Nice, nice, nice. Miriam, mal ab mit dir, komm. Hau ab. Ab mit dir, Mädle. Aber jetzt zu der Frage. Ich werde viel nachschauen, Freunde. Tut mir leid, ich muss wieder warm werden, auf jeden Fall. Deswegen, guck mal ganz kurz, Pipi. Normal für oder komplett viel geworden. Kann ich mir ganz dran erinnern. Bericht, und zwar haben wir hier komplett Fee. Ah, so rum. Fee, genau. Okay. Alright, ja. Stahl und Gift sind effektiv gegen Fee. Aber Fee ist effektiv gegen Drache. Als das damals eingeführt wurde in XY, die Drachen-Pokémon wurden so. Die hatten so einen krassen Konter mit durch die Fee-Pokémon. James, was machst du? Der hat sich auch verlaufen. Auf uns zu folgen. Ja, tut mal nicht so, Saman. Ihr habt euch die ganze Zeit. Ihr verläuft euch die ganze Zeit. Die soll man nicht so tun. Als hätten die da was zu tun. Wie der was hier? Okay. Barras. Fass mich nicht an, gleich an. Oh, die Moneten für die Zones. Wenn da ein Onix aus dem Nichts immer kommt, warum? Warum übertreibt es so? Ohne Spaß, warum übertreibt Broly, wollte ich gerade sagen. Onix immer so. Und ich werde mir. Im nächsten Part werde ich die Switch zu mir stellen. Das wird es einiges einfacher machen für uns. Auf jeden Fall. Muss immer nicht die zur Seite. Ah, war Onix, komm schon. Beinahe hat es geklappt, ja. Ah, okay. Kein guter Wurf eigentlich. Eigentlich kein guter Wurf, aber. Oh, nix. Au, da. Ah, langsam, Junge. Friss das. Oh,
Oh, der ist eigentlich ein schöner Wurf. Eigentlich. Ah, nice. Oh, nix. Das davor war 9,17 Meter groß. Wie groß ist das? Safcon Level 10! Safcon soll sich entwickeln jetzt. Ja! Smetbo! Smetbo ist so süß. Vor allem als Elf damals sein erstes Smetbo freigelassen hat quasi. Es war so eine schöne... Es war schöne, aber auch eine traurige Szene. Oh, süß. Smetbo! Nice, süß, süß, süß. Sehr schön, sehr schön. Ah. Und bist du Attacke erlernt? Ah, hast schon erlernt. Okay, nice. Cool. Smetbo an der Stelle. Und Onix ist 7,46 Meter. Wir haben ein größeres auf jeden Fall gehabt. Okay, sehr schön. Ah, cool. So viel zu Smetbo. Dankeschön. Kannst jetzt einen Posten verlassen, bitte. Ja, ich denke nicht, dass ich mit Smetbo so krass im Team spielen werde. Deswegen tun wir alle Smetbo raus, tun dafür aber hier rein. Ach, Carpodor wollten wir drin. Ja, ja, Carpodor. Den wollten wir auf jeden Fall mitziehen, damit wir Level 20 das zu Garados entwickelt. Ja, Onix brauchen wir mal auch nicht, schätze ich. Nee. Also vorerst nicht. Noch ein Onix. Oh nein, Zubat, geh weg! Dieser Onix war riesig. Onix war riesig. Raus, 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 raus. Der war riesig jetzt. Da bin ich gespannt, was da abgeht. Riesig. Okay, 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 okay. Aber Wettkampfpunkte nur 30. Die anderen hatten, glaube ich, mehr. Fangen Sie Ihre Zeit hier. Zwar Onix haben wir gefangen an der Stelle. Wir geben dir mal eine Beruhigungspille. Jetzt bin ich gespannt. Gut, das ist ja gut, okay. Jetzt bin ich gespannt, echt. Nice, 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 nice. Onix. Wie groß das ist, jetzt bin ich drauf gespannt. Glaubt ihr, wir haben die 10 Meter mit ihm geknackt? Was steht eigentlich hier alles? Modus Multiplatte 0,9, erfolgreicher Fang und so, guter Fang. Achso, ja, deswegen empfangen die Multiplatte wie in Pokémon Go. Aber, wow, für ein riesiges Pokémon haben wir viele Erfahrungspunkte bekommen, wie es aussieht. Ich glaube, winzige Pokémon geben wenig Erfahrung, mittlere Mittel und riesige viel Erfahrungspunkte. Würde ich jetzt so ganz vorsichtig mal sagen. Ganz vorsichtig. Ist mir gerade irgendwie aufgefallen. Okay. Wow. Geil, Freunde. Das war... Alter, Onix ist... BD. Flügelschlag auch noch? Ja, ja, komm. Ah, Taubsi. Ja, na klar. Gerne. Komm. Tackle brauchen wir nicht mehr. Dafür haben wir Rucksack-Keep. Sollte auch noch 40 machen, denke ich, an Schaden. Es sei denn, es wurde gebufft. Na. Let's go. Wenn kann ich Level 10? Ja, oh, wir haben hier sehr viele Erfahrungspunkte bekommen, Freunde. Das muss an sowas liegen. Ja, wir haben hier sehr viele Erfahrungspunkte bekommen, Saman. Oder vielleicht, weil wir auch viele Onix hintereinander gefangen haben. XL 11,93 Meter. Was ein Brocken, ey. Geil. Geil. Okay, das merken wir uns für die Zukunft. Also ich werde mal darauf achten auf jeden Fall. Aber ich denke, ja, das sollte was damit zu tun haben. Geil, geil, geil. Geh weg zu Bad. Du, komm her. Ja, wie cool der Herr läuft. Komm mal, komm her, komm her. Bist du auch hier, um die Höhle zu erkunden? Oh, Junge, das bin ich. Und, wie hieß denn die Knirps aus, oder? Knirps Luan. Oh, was für ein süßer Name, Luan. Setz Sand an ein. Haben wir noch Mirapla? Wenn ja, one shot. I guess yes. Ja, man, raus mit dem Mirapla. Odish. Wie sieht euer Team aus, Freunde? Wie sieht euer Team-Set so aus? Ihr seid wahrscheinlich schon viel, viel weiter, vielleicht auch nicht. Aber wie sieht euer Team aus? Oder habt ihr schon im Kopf irgendein Team? Lasst mich gerne wissen. Wie gesagt, ich werde auf jeden Fall Spaß haben und die Charaktere nutzen, auf die ich Bock habe. Einfach so im Team, sag ich mal. Genau, das ist so mein Plan. Ey, Georg, komm. Komm du mal her, willst kämpfen? Was? Ein Kind? Mann, hast du mich vielleicht erschrocken? Hast du mich gerade Kind genannt? Wandere Rufus, okay, Name hatten wir fast. Die haben ihn gut gemacht hier. Ole. Ein bisschen Vollbart hier an der Stelle. Kleinstein. Okay, ich bin gespannt, was er als nächstes hat. Ich bin mir nicht sicher, ob es in der Höhle war, wo ich zum ersten Mal damals in Georg begegnet bin, oder damals in der Höhle Richtung Prisma, Richtung Lavandia. Ja. Lavandia City. Schau mal. Ah, hat wieder ein Kleinstein.
Aggressiv. Aggressive Attacke von Kleinstein. Mirapla, Mirapla werden wir auf jeden Fall hier pushen. Das ist ein bisschen leveln auf jeden Fall. Damit sie. Ja, damit wir gute Chancen haben gegen Mistry. Ich bin echt gespannt, was in Azura City abgehen wird, Freunde. Ich bin echt gespannt, was in Azura City abgehen wird. Ja, bin echt gespannt drauf irgendwie. Wer ist da oben? Perle. Oh, kann man auch verkaufen. Was machen sie da oben? Wollen sie auch kämpfen? Nee. Hallo, Beutelkontroller, hast du auch ausreichend Pokéball bei dir? Ja, sieht gut aus. Kontroller, wir schauen, falls sie die Pokéball ausgehen, kommen bei mir vorbei. Ey, nett, mag ich mir. Okay, nicht schlecht. Korrekt, gut, dass sie so Pokébälle sponsoren. Das ist ja nett. Oh! Mauzi, du hast auch verlaufen. Sei ehrlich, Mauzi. Tu nicht so. Brauchst gar nicht so zu tun. Miauz. Miauz, genau. Raus mit dir, ja. Ich bekomme euch jetzt schon noch. Ich überlege mal später, Freunde, wenn wir so legendäre Pokémon. Super. Wenn wir so legendäre Pokémon begegnen, wie geil wird denn das bitte? Wie geil wird denn das? Oh mein Gott. Langsam sollten wir jetzt rüber zu Team Rocket kommen. Da oben mich ganz so abchecken. Yes, there is a Pokeball. Beleber, okay, nice. Eis mitnehmen. Oh mein Gott, die wollten es wissen. Die wollten es wissen. Aber ich nicht. Raus, sag raus, aber schnell. Oh mein Gott! Zubat, danke, ciao. Zubat macht seinen Job richtig gut, oder? Kennt man typisch Zubat. Zubat ist einfach everywhere. Was willst du jetzt? Komm her. Wir haben was Wichtiges zu erledigen. Mach dich vom Makado-Winsling. Wie cool, wie cool, wie cool. Wie cool. Hast du überhaupt einen Namen? Komm. Du hast meinen Namen, du hast einfach Rübel von Team Rocket. Boah, Traumato. Müssen wir auswechseln. Traumato, okay, nicht schlecht, interessant. Pikachu, rein mit dir. Oh, das ist so geil, die Animation so. Was ist los, Pikachu? Einfach reinschmeißen. Konfusion. Alles gut. Was machen wir? Donnerschlag natürlich. Doppelkick wäre nicht sehr effektiv. Psycho ist effektiv gegen Kampf. Donnerschlag sollte auf jeden Fall sein Ding machen. Ja, sehr schön. Ja, unser Pikachu war wesentlich neutral, ne? Also von der Werten her. Ich glaube, ernst war es, glaube ich. Glaube ich, ja. Pikachu, wow. Yeah, Level Up 16. Mit seiner Mütze hier an der Stelle. Kaputt Level 8, okay, nice. Nicht schlecht für den Winsling. Ja, komm. Ja, mit dem Poké-Dollar. Die Zubat machen wir langsam. Trank, nice. Zubat langsam bitte. Oh, Jesse und James und Mauzi. Da, das schwarze Ding da drüben. Das sieht aus wie ein Fossil. Bist du bereit, Mauzi? Hopp, hol das Fossil. Hey, mach mal langsam mit Zeitpanner hier. Was macht ihr? Hey! Hä? Ich kann die nicht aufhalten. Dein Ernst? GG, wir sehen uns später. Wir sehen uns nachher. Zubat? Oh, Pipi? Okay, aber Pipi haben schon eins. Eigentlich sollten sie... Oh mein Gott. Eigentlich sollten die jetzt hier sein. Also, demnächst... Jesse und James da oben. Aber ich finde es cool, dass sie so ein bisschen zeigen, was sie so bis dahin machen. Mehr oder weniger. Oh mein Gott. Oh, ich wollte gerade ausweichen. Ja, greifen die Flug. Ciao. So. Oh, da wollte irgendwas aufpoppen. Bei diesem Part tun wir auf jeden Fall die Höhle. Gehen wir aus dem Mondberg raus. Und da machen wir Schluss. Genau. Aber es kann auch ein bisschen dauern. Also wegen der Zeit, meine ich, sehr ist. So 25 Minuten habe ich mal angepeilt, aber wenn es darüber hinausgeht, ist es auch nicht schlimm. So, wir gehen ja auf jeden Fall raus, wir sind kurz vom Ende nämlich. Okay, das können wir auch auswechseln eigentlich. Kann es ein bisschen länger dauern. Pikachu rein mit dir, let's go. Pikachu! Oh, Spieße! Aber ein Donnerschlag kommt. Na, ist mit dir. Sehr effektiv. Easy.
Easy, Freunde. Warum für 26 Euro? Okay, nicht schlecht. Jetzt bin ich sauer. Ich schätze so. Oh my god. Ich hab die zu weit total unterschätzt. Ohne Spaß. Ich dachte jetzt, wo die Pokémon so auftauchen, wird wahrscheinlich zu weit nicht so oft kommen. Also, dass man sie quasi sieht und normalerweise. Also, dass sie nicht in Büschen auftreten oder so, oder an sich einfach in der Höhle, sondern dass sie aufpoppen, ja. Und man dann gegen sie laufen. Hä? Halt, stopp, Finger weg. Ich habe die Fossilien gefunden, also gehören sie auch mir. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Okay, eigentlich. Ich weiß gar nicht, ob ich es falsch in Erinnerung habe. Ob man damals. Ich habe irgendwie beides in Erinnerung. Ich glaube, in Pokémon Gelb hat man direkt gegen Team Rocket gekämpft. Und davor glaube ich nicht. Also im Roten. Ich weiß nicht, sehr lange her, Freunde. Aber ich bin. Also irgendwas mit Team Rocket sollte noch kommen, das weiß ich. Es ist sehr lange her. Aber umso geiler, dass man quasi. Dass man nochmal wieder lebt, sag ich mal. Ist eigentlich einfach so schlecht. Ja, Mirapla MVP. GG. Also bei Natsuga City wird es auf jeden Fall sehr gut, Mirapla, unsere Mirapla. Hermitier. Der hat jetzt natürlich jetzt Spezialverteidigung von sich erhöht, deswegen machen wir nicht so viel Schaden. Aber wir können auch mal hier ganz ohne Bedenken Säure einsetzen. Donnerschock. Oh, sollte nicht so viel Schaden machen. Ja, nice. Okay. Tüffler. Die haben die echt auf Tüffler umgenannt. Keine Ahnung. Sandan erreicht Level 11. Nice. Und? Magnetilo. Magnetilo. Warte mal, haben die Pokémon hier Fähigkeiten? Sollten sie auf jeden Fall haben. Die sollten auf jeden Fall Fähigkeiten haben. Oder habe ich irgendwas verpasst? Warte, das muss ich mal abchecken nachher. Darauf habe ich gar nicht geachtet, ob die Fähigkeiten haben. Weil normalerweise hat Magnetilo Schwebe, wenn mich alles täuscht. Ne, Magnetilo hat keine Schwebe. Nicht die, oder? Wow! Ich bin gerade total verwirrt, ich weiß nicht. Oh, ich hätte lieber ein Pikachu, Pikamaura. Nicht jeder Magnetilo hat Schwebe. Ich bin gerade nicht sicher, ob Magnetilo Schwebe hatten oder nicht. Oder ob ich irgendwas verwechsel. Krass. Und ich weiß, ich schau mal, Guys. Ich schau einfach Sneaky Nazo, keine Ahnung. Mega, mach ich jetzt. Pikachu sollte aber hier gut Schaden machen mit Doppelkick, weil es sehr effektiv ist. Auf Pokéwiki schaue ich immer nach, Freunde. Aber das mit den Fähigkeiten, dass die Pokémon keine Fähigkeiten haben, darauf habe ich echt nicht drauf geachtet. Ich guck mal gleich bei meinem Pokémon nach. Magnetilo. Okay, ich bekomme einfach Fossil, nice. Welches nehmen wir, Freunde? Ich nehme, glaube ich, Kabutops. Aber Kabuto. Ne, nicht Helix Fossil. Ich nehme Kabuto, ja. Yeah. Ne, tatsächlich. Magnetilo hat keine Schwebe. Krass. Magnetfalle, Robustheit oder versteckte Fähigkeit, Analyse. Ich glaube, ich habe mich damals immer gewundert und mich aufgeregt und gefragt, warum Magnetilos keine Schwebe haben. Schätze ich mal. Gehe ich jetzt davon aus. Weil eigentlich. Ist schon komisch, ne? Weil sie schweben ja wortwörtlich, also förmlich, was für wortförmlich. Stehen geblieben, was ist jetzt los? Bide? Die Zuse gehört uns klar. Wie und wann hast du uns überhaupt überholt? Unverschämtheit. Ich bin Jesse. Und ich bin James. Und ich bin Osadon. Freut mich. Und ich bin Nancy. Ja, jetzt komm mal her. Ich schau noch ganz kurz nach, ob Magneton uns. Magneson nicht schweben hat, weil ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Irgendwas verwechselt sich hart gerade. Ohne Spaß, aber richtig hart. Doppelkampf! Okay. Aber eigentlich. Ich switch mal Mirapla raus. Oh, nein. Ist vergiftet. Holen wir mal Sandan rein. Let's go.
Ich hab jetzt. Nee, falsches hier, okay. Aber wir machen das folgendermaßen: Wir geben mal ein Buch zu Keep. Den Smoggern. Es. Ja, Smoggern ist das. Sandan, so fresh. Ich find Sandan evil geil. So, ein Magneso? Nee, tatsächlich, die hatten echt keine Schwebe. Ich glaube, ich habe mich damals immer gefragt und darüber aufgeregt, warum die beiden keinen Schwebe haben. Weil sie ja förmlich halt schweben, wie gesagt. Aber gut, das ist ein anderes Thema jetzt. Lol, okay, Kratze. Gehen wir mal zuerst auf einen, let's go. Pikachu, lass mal auf einen gehen. Erstmal Swaggon, wir nehmen erst das Swaggon raus und dann gehen wir auf Rettern. Wir haben nämlich gerade, glaube ich, keine Attacken, die beide gleichzeitig angreifen. Aber doch, Säure hätten wir von. Von Mira, aber das ist nicht so effektiv. Das ist nicht so effektiv irgendwie. Rücksepiep! Das Smoggon schon tanky, sag mal, der hat ja gut was aus. Gegen Sandan ist nicht sehr effektiv. Ja. Zack, Kratzer. Schade, dass Sandan keine Bohnenattacke hat, die Schaden macht bis jetzt. Sonst hätten wir bessere Karten, sag ich mal. Ruckzuckieb. Ja, wir brettern weiter mit Ruckzuckieb drauf. Let's go. Vielleicht nimmt Pikachu ihn raus, dann geht der andere von. Ja, yeah, nice. Von Sandan auf Rettern. Rettern ist eigentlich schon. Schon geiles Pokémon. Freunde, was denkt ihr, wie kamen sie auf den deutschen Namen von Rettern? Lies mal Rettern rückwärts. Oder von Arbok. Lies mal Arbok rückwärts. Hahaha. Pokémon Insider. Genau das. Die Pokémon Insider gibt es bei mir, Freunde. Ah nee, das sollte auf jeden Fall, das sollten viele von euch schon wissen, schätze ich. Ups. Kampf. Kratzer gegen Rettern-BD. Genau. Und du machst mal ein Doppelkick, let's go. Gegen Rettern. Au, ja, noch komm. Komm mal machen, komm mal machen. Zack. Und noch eins. Und zack. Das ist nicht sehr effektiv, GG. Ah, Rettern, du mit deiner Säule. Oh! Alarm, Alarm! Alarm, 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 Alarm. Hier läuft was schief. Hier läuft was schief. Leg me on. Let's go, Freunde. Mach mal die Pokémon kalt. Der Kampf geht mir schon viel zu lang, weil ich zu sagen. Und Sandan sollte das Ganze aufräumen. Aber, oh, Sandan. Oh, the predictions. The predictions. Nice, sehr schön. Sandan gerade noch überlebt. Gerade noch. Mirabel erreicht Level 16, nice. Okay, cool. Du besiegst Jesse von Team Rocket und James von Team Rocket. Aha. Oh. Nicht weinen, nicht weinen. Das war wohl wieder ein Schuss in den Ofen. Ciao. Und raus mit uns hier, let's go. Raus mit uns, Freunde, und dann war's das für diesen Part. Wir klettern uns mal hier rauf. Und dann geht's auch demnächst direkt zu... Azuga City, Freunde, lieben Dank fürs Zusehen auf diesem Part. Wir sehen uns dann im nächsten. Peace.